Beim tödlichen Flugzeugabsturz von Jewgeni Prigoschin soll sich ein Porträt von Putin an Bord befunden haben. Wenige Stunden vor dem tödlichen Flug von Jewgeni Prigoschin wurden Innenaufnahmen des Flugzeugs gemacht. Die Aufnahmen zeigen unter anderem ein Bild von Putin, auf dem er lächelnd mit einem Pilotenhelm zu sehen ist. Das Porträt Putins habe in der Kabine der Maschine gehangen. Außerdem wurde bekannt, dass es einen Tag vor dem Absturzeintreffen des Wagner-Chefs mit Putin gab. Dies berichtet der Telegram-Kanal VCHKOKPU. Am 22. August traf sich Putin in Moskau mit dem Präsidenten von Mosambik. Es wird vermutet, dass Prigoschin an den Gesprächen beteiligt war. Prigoschin, bekannt für seine Verschwörungsideologien, wechselte oft Flüge und Routen. Passagierlisten wurden nach Flügen regelmäßig gelöscht. Kurz vor der Explosion des Flugzeuges musste er aufgrund behördlicher Anordnungen die vorgegebenen Flugdetails befolgen. Ob dies Zufall oder Absicht war, ist unklar.